Tagebuch, 16. April 1984. Sollte es eine Hoffnung geben, so liegt sie, bei den Prolos. Sie haben die Macht, etwas zu unternehmen. Würden sie sich nur ihrer eigenen Stärke bewusst werden. Aber ohne dieses Bewusstsein werden sie nie rebellieren. Wir müssen so frei sein, uns unsere eigenen Gedanken zu machen und an sie zu glauben. Zu wissen, was richtig und was falsch ist. Zu hinterfragen, was man sagt. Freiheit ist, weiter zu sagen und zu wissen, dass 2 2 2 4 ist. Wenn das gestattet ist, ergibt sich alles andere von selbst.